So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Rise of Venus in der Story-Kampagne. So, dann werden wir mal langsam aus sicher Richtung Venedig zurücksegeln. So, ich hoffe mal, dass das mittlerweile hier schon gezählt wurde. Wäre halt ein bisschen bitter, ne? Wenn jetzt hier wieder irgendwo was klemmen würde. Es scheint, als ob deine letzte Aktion doch nicht ganz umsonst war. Auch wenn sich der Pirat das Leben genommen hat. Denn mich hat eine anonyme Nachricht mit einer geheimen Karte erreicht. Du sollst jemanden treffen, der Informationen für uns hat. Mhm. In deinem Auftragsbuch wurde eine Karte mit einem geheimen Treffpunkt abgelegt. Finde ihn und begib dich mit einem Konvoi dorthin. Sobald du mit einem Konvoi nah genug an dem Treffpunkt herankommst, wird er auf der Seekarte angezeigt. Okay. Ist aber gut, dann haben wir noch mal genügend Zeit, um unseren Konvoi noch mal zu reparieren. Ist ohne Aufgabe. Können wir ihn in Ruhe noch mal reparieren. So. Reparatur dauert 5 Tage. Gucken wir nochmal schnell vor, damit es ein bisschen fixer geht. So, naja, die Hälfte für den Laderaum, den wir brauchten, haben wir schon fast zusammen. Knappe 3000 brauchten wir. 1,6 brauchen wir jetzt aktuell bloß noch. Ist schon mal nicht schlecht. So, dann wollen wir die Schiffe mal gleich wieder rausballern. Barke und Fregatte. So, die kleinen Schiffe werden wir wieder verkaufen. Und denn die brauchen wir nicht. Da jetzt haben wir wieder ein klein bisschen Laderaum minus gemacht, aber die ganz kleinen Schiffe will ich eigentlich immer ungern aufheben. Die Türen werden wir ruhig wieder ein bisschen auffüllen. Genauso Entermesser, da haben wir ein bisschen was verloren. So, und dann gucken wir gleich mal, wo dieser ominöse oder geheimnisvolle Treffpunkt sein soll. So, gucken wir mal. Quests und Aufträge. Kartenstücke. Ah, okay, es ist im Stiefel von Italien. Ne? Da geben wir uns da mal ganz langsam hin. Würde mich nicht wundern, wenn das eine Falle ist. Es klingt ein bisschen zu einfach, dass ein Informant wichtige Informationen für uns hat und uns direkt an einem Treffpunkt diese übergeben will. Das klingt ein bisschen zu einfach. Könnt ihr uns bei einer Sache aushelfen? Schön, dass ihr euch meldet. Wir haben derzeit in der Stadt ein Überangebot an Keramik, obwohl die Preise sehr niedrig sind. 399 aufkaufen. Machen wir mal. So, sehr gut. Haben wir sogar noch eine Prämie dafür bekommen, dass wir uns wieder mit Waren eingedeckt haben. Besser kann es doch gar nicht laufen. Ja, Holz nehmen wir auch gleich wieder mit. Was wir mal machen sollten, zum einen unseren Kapitän hier. So, Navigator ist fertig und Schiffsbauer. Händler ist fertig. Oh, aber das sind immer Schiffsbauern.
So, Handelsroute. Hier werden wir mal die Sachen rausnehmen. So. Oh. Okay. Okay. So, das können wir mal machen. Geht das dann schon? Müsste schon gehen. So, und Route wieder aktivieren. Müssen wir gleich mal gucken. Müssen wir nämlich das gleiche nochmal machen. So, das machen wir mal so. Das machen wir mal so. Dann haben wir nämlich nicht das Problem, dass unsere automatischen Handelsrouten jedes Mal unsere Rohstoffe verkaufen, die wir eigentlich für die Produktion bräuchten. Macht dann nämlich schon mal mehr Sinn. Können wir nämlich in aller Seelenruhe dann mal vernünftig Eisenwaren produzieren. Dann lohnt sich wenigstens auch unsere Betriebeauslastung mal, ne? Und die Lohnkosten vor allen Dingen. So, gut. Dann Eisenbahn rüber und Holz rüber. Und dann könnt ihr hier erstmal loslegen. So, brauchen wir auf jeden Fall erstmal wieder Laderaum. Ich glaube, am einfachsten wäre es, wenn wir wirklich ein paar Karacken nochmal bauen würden. Das war eigentlich nicht so das, was ich mir vorstelle, weil wir dafür halt Geld ausgeben müssten. Aber ich glaube, wir werden das ruhig so machen, wie ich es zum Anfang geplant hatte. Das war, sobald wir die Luft dafür haben, nochmal zu den Piraten segeln bei Sardinien und dann werden wir da mal unsere Flotte aufstocken. Gucken wir ja gleich was Gutes nochmal für. So, dann wollen wir mal. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Ich sage mal voraus, dass da eine Flotte auf uns warten wird. Das sieht mir nämlich nicht koscher aus. Es wird garantiert eine Falle sein. Guck mal. Als Giacomo dem geheimnisvollen Informanten endlich begegnet, erkennt er sofort die Ähnlichkeit zu dem Piraten, der sich kürzlich mit Gift das Leben nahm. Die beiden waren Brüder. Doch in diesem Bruder siegt der Zorn über die Angst und Giacomo spürt, dass dieser Zorn ihm endlich einen Namen bescheren wird. Und tatsächlich, der Mann verrät das Unfassbare. Die feige, giftsprühende Schlange im Herzen Venedigs ist der Loredan-Clan.
Doch wie soll er nun diese Familie voller Kriegshelden und angesehener Diplomaten vor dem Rat bloßstellen? Wie soll er beweisen, dass ein angesehenes Mitglied unter ihnen ein Verräter ist? Der Fall Konstantinopels hat für die anderen Städte des früheren Byzantinischen Reiches große Auswirkungen. Zehntausende von verzweifelten Flüchtlingen überschwemmen die Städte. Zu viele, um ihnen allen Unterkunft und Brot zu geben. Hunger und Krankheiten werden zur Plage. Und es bleibt unklar, wie weit sich das Osmanische Reich in Zukunft noch ausbreiten wird. Die Schlingen an den Hälsen der wohlhabenden Händler von Venedig ziehen sich immer fester zu. Gleichzeitig spitzen sich die Ereignisse im Westen zu. Genua baut mehr oder weniger offen an einer neuen Kriegsflotte, um den Handelskrieg gegen Venedig doch noch zu gewinnen. Wieder einmal droht Venedig zwischen die Mahlsteine der Geschichte zu geraten. Die Angst vor schwindenden Gewinnen und Machtverlust lässt die Mächtigen der Stadt zittern. Und noch immer brütet unser junger Händler Giacomo darüber, wie er Beweise gegen den inneren Feind Venedigs finden kann, um ihn endlich bloßzustellen und zu bestrafen. Die Städte im Osten tragen schwer an der Last des Flüchtlingsproblems aus Konstantinopel. Doch wir können helfen. Ein Händler aus Thessaloniki bat um Unterstützung bei der Versorgung seiner Stadt. Dieser Händler war einem verräterischen Clan aus Venedig auf der Spur und will sein Wissen mit uns teilen, wenn wir ihm helfen. So, okay. 300 Nahrungsmittel nach Thessaloniki. Dazu zählen Getreide, Früchte, Fleisch und Backwaren. Naja, müssen wir mal gucken. Burazzo hat mal Fleisch, ne? Und Früchte. Dürfen wir, denke ich mal, relativ zügig auch zusammenbekommen. Oh, was haben wir denn da Schönes? Ja, moin. Kriegen wir wieder eine Karacke. Auf in die Schlacht! So, dann wollen wir mal. Hab was verloren! Das ist mal ein bisschen schwierig hier mit meinen Drehen. Macht sie fertig! Wir laufen auf! Der hat sich nicht festgehalten! Die haben was fallen gelassen! Neuer Mann an Bord! Klare Fällungen! War mal wieder zu schnell. Und tiefen! Mal gar nicht so einfach, die richtige, den richtigen Winkel zu treffen. Attacke! Die haben was fallen gelassen! Mal sind wir zu schnell, mal sind wir zu langsam. Wir siegen! Das ist so, wunderbar. Wir laufen auf! Haben wir mal wieder einen Konvoi erbeutet. Eine Handelsroute ist ineffizient. So, dann nehmen wir mal wieder Edelmann mit. Naja, sieht gar nicht mal schlecht aus, ne? Der Kapitän ist mittlerweile schon ziemlich ausgeskillt. So. Naja, es hat uns wieder einiges an Laderaum beschert. So, dann gucken wir mal. Können wir uns auf jeden Fall schon wieder Ware zulegen.
Ganz klein bisschen was hiervon nochmal. Ja, das Gute ist, Früchte zählen halt auch zu Lebensmitteln. Oh, wir haben heute diesmal viel Munition verschossen. Da haben wir aber ordentlich was gerade verballert. Eine Handelsroute wurde deaktiviert. So, okay. Und warum hat er das unterbrochen? Würde mich mal interessieren. Ja. Warum auch immer die Handelsroute da unterbrochen wurde, ich habe keine Ahnung. Oh, so Schiffe sind aber ganz schön angekratzt worden. Ne? Ich habe gewundert, warum wir bloß noch so wenig Kampfstärke haben. Gut, wenn man sich den Zustand der Schiffe angeguckt hat. Da ließe sich die Frage schnell beantworten. So. Eine Handelsroute ist ineffizient. Warum auch immer die laufend abgebrochen wird? Wahrscheinlich, weil sie keine Waren eingeladen haben. Könnte ich mir vorstellen. So, die Lebensmittel, denke ich mal, werden wir erstmal gleich an Bord behalten. Macht, glaube ich, nicht so doll viel Sinn, jetzt schon irgendwo abzuladen. So, dann auf nach Venedig. Müssen wir erstmal wieder Reparaturen durchführen. Müssen wir erstmal wieder was reparieren. Auch wieder was da lassen. Gegenzug können wir gleich wieder ein bisschen Salz mit. Gut ist, die Reparatur wird ein paar Tage dauern. Das bedeutet, in der Zeit dürften wieder ein paar Produktionstage durch sein. So, dann gucken wir mal. So, Reparatur. 6 Tage. Das dauert erstmal einen Moment. Das dauert auf jeden Fall. Deine Handelsroute ist ineffizient. Die fahren irgendwie komischerweise immer erst zwischen Zara und Venedig hin und her. Ne? Und das hat die ganze Zeit. So, ist aber ein guter Zeitpunkt, meine Freunde, für eine kleine Folgenpause. Wir haben tatsächlich auch nicht mehr allzu viel Laderaum, was noch fehlt, um quasi mehr oder weniger schon den letzten Rang freizuschalten. Und ja, nächste Folge werden wir dann natürlich... Eine Handelsroute ist ineffizient. Werden wir dann natürlich Retter in der Not sein und werden die Stadt Thessaloniki mit den benötigten Lebensmitteln versorgen.
gerne wieder fleißig kommentieren, fleißig bewerten und dann sehen wir uns schon sehr bald in der nächsten Folge bei Rise of Venice in der Story-Kampagne. Bis dahin, immer eine Handbreite Wasser unterm Kiel und ciao, ciao.